Heute ist der Tag der Tage. Heute werden die Ausschüsse im Deutschen Bundestag eingesetzt. Es ist ein aufregender Tag, obwohl das eigentlich nur ein Tag wie jeder andere ist. Warum? Weil wir im Haushaltsausschuss bekommen einen Vorsitzenden, der aus der AfD-Fraktion kommt. Natürlich zerbrechen wir uns den Kopf. Können wir das verhindern? Wie gehen wir damit um? Welche Spielregeln gibt es? Welche Grundlagen gibt es? Und das macht die Sache schon schwierig. In den demokratischen Regeln steht es gewählten parlamentarischen Gruppen und Fraktionen zu, Ausschüsse zu leiten. Die AfD hat den Haushaltsausschuss, Tourismus und Rechtsausschuss gezogen. Wir sind mit den Personen nicht einverstanden, aber wir könnten diese Personen auch nicht wirklich verhindern. Grundsätzlich gilt, es ist ein Einvernehmen herzustellen. Also sind wir darauf vorbereitet, kritische Fragen zu stellen. Aber nicht nach der Gesinnung, sondern nach der Fähigkeit, ist diese Person in der Lage, diesen Ausschuss neutral zu leiten. Denn was ist der Job von einem Ausschussvorsitzenden? Der Ausschussvorsitzende eröffnet die Sitzung, beendet die Sitzung, setzt die Tagesordnung fest, überwacht die Erstellung der Protokolle. Das ist das, was ein Ausschussvorsitzender macht. Organisieren an erster Stelle. Was macht der Ausschussvorsitzende noch? Er vertritt den Ausschuss in Gänze nach außen hin, bei ausländischen Gästen, bei Gesprächen, bei Veranstaltungen, bei Expertenkommissionen. Und genau hier gilt es genau zu sein. Wir werden darauf dringen, dass alle Formalitäten, Kraft der Geschäftsordnung, Kraft der Umgangsformen, die im Deutschen Bundestag üblich sind und festgeschrieben sind, auch eingehalten werden. Dass niemand durch eine Sitzungsleitung benachteiligt wird, im Wort gekürzt wird und dass auch in der Außenrepräsentation es gilt, dass wir ein demokratischer Staat sind und diese Spielregeln einhalten und darauf Wert legen. Das heißt für den einzelnen Abgeordneten, wir müssen fit sein in Geschäftsordnungsdiskussionen, wir müssen fit sein in unseren eigenen Rechten, diese auch zu beanspruchen und sie nicht zu unterminieren. Wir müssen fit sein darin, dass nicht Protokolle manipuliert werden und dass die Außendarstellung verfälscht wird. Das heißt aber auch, dass zu unserer Arbeit gehört, immer gut vorbereitet in die Ausschusssitzung reinzugehen und nichts, auch gar nichts, was die demokratische Haltung unterminiert, durchgehen zu lassen. Das werden spannende, inzwischen ja nur noch 3,5 Jahre, das werden anstrengende 3,5 Jahre, aber es lohnt sich, weil hier geht es darum, Demokratie zu verteidigen.